Hallo Leute, recht herzlich willkommen zu einer neuen Folge Xenoblade Chronicles 2. So, wir machen auf dem Titan Uraya weiter. Und wir befinden uns gerade in Jibas Kaverne und sollten jetzt eigentlich irgendwann mal zu dem Dorf kommen. Ich bin echt gespannt, wann das Dorf hier kommt. In der letzten Folge hatten wir hier noch so einen Kampf gegen einen anderen Meister und seine Klingen. Und es war anscheinend nur, ja, Training, würde ich sagen. Aber jetzt schauen wir doch mal, ob wir hier mit ihm nochmal sprechen können oder nicht. Ich mach mal das Bildmachgerät an und wir wubbeln uns her. Servus, Leute. So, jetzt will ich aber sagen, weiter geht's. Ein bisschen rüber hier, dass die Kamera checkt, geht und dann auf geht's. So, wir müssen irgendwo... Okay, was ist das hier? Aha, aha. Wir müssen aber irgendwie nach oben. Ich denke mal, der Weg ist dort hinten. Aber ich wollte nochmal zurückschauen, ob es hier irgendwie noch eine Ausgrabungsstelle gibt oder sowas. Ah, hier gibt's was. Ein Sammelpunkt. Komm out, komm out! So, okay. Der Soundtrack ist schon wieder episch, also richtig geil. Richtig geil gemacht, Leute. Komm out, komm out! Da wird es noch lang. Ich denke mal, da ist das Dorf. Aber ich wollte mal hier lang schauen. Dort ist auf jeden Fall irgendwas versperrt oder so. Komm out, komm out. Können wir denn hier was machen, dass wir den freikriegen? Hier kommen wir noch nicht durch. Okay, hier kommen wir noch nicht durch. Das wird dann später wahrscheinlich so sein. Ich muss ein bisschen leiser machen. Das ist ein bisschen zu laut auf dem Headset. So, ich denke mal, hier wird davon ein Haupttor. Okay, und wir haben einen neuen Reisepunkt. Hell of a story. So you headed to the World Tree to reach Elysium, but got swallowed up whole instead. You got some crazy luck. So, what were you doing back there then? You know this Titan? It ain't too fussy about what it eats. I went down there to see if anything we might need in the village washed up. But mostly I only found your sorry mushes. Yeah, sorry about that. Here we are. Welcome to Garfont. Ain't much but its home. The village has a lot of children. Lots of drivers and blades here too. We're in the business of dispatching drivers and blades all across the world. Most of the kids are war orphans. Took them in while on the job. So you're saying that you take them under your wing? Just till they're able to make it by themselves. Some of them might grow up to be drivers, like ourselves. But then others might become tailors. Doesn't matter what they want to do with their lives. We leave it up to them to decide. Aye, us justice busters just want to help. Good eggs, huh? You said it. I've been called worse. Come on. Let's eat. All this egg talk's making me hungry. So, und dann schauen wir doch mal. Was gibt's hier denn als Informantin? Okay, da können wir reden. Da geht's mit der Quest weiter.
Hier ist ein Schmied. Okay. Okay, ich glaube, Waffen werde ich jetzt noch nicht kaufen, weil bis jetzt läuft es eigentlich noch. Und ich denke, ich werde erst Waffen kaufen oder mich da besser ausrüsten, wenn es denn wirklich, wenn der Schaden halt nicht mehr ausreicht. Dann können wir da gerne mal hinschauen. Aber jetzt würde ich sagen, sprechen wir doch mal hier ein bisschen. Dieser Schatz. All in one piece. You're all mine. Wichtiges Item erhalten, Transferprotokoll. Okay, mit Transferprotokoll können wir die Klingen wechseln oder die Klingen transferieren sozusagen. So, ich sehe mal schneller durch. Das ist nicht so wichtig, das ist nur, dass wir hier den Ruf steigern. Der ist Hauptquest. Sprechen wir mit den zwei. Hier gibt es einen Schatz. Treasure acquired. Oh, und richtig schön Kohle. Den können wir noch quatschen hier. Rallo. Okay, gehen wir doch mal hier zu ihm, dass wir was, ein bisschen was futtern. Sieh an, das sind ja unsere kleinen Gäste. Essen ist schon fertig, langkräftig zu, vergesst die Bezahlung. Ihr seid eingeladen, ne? Das ist doch mal schon was. Das ist doch schon mal was. I'm going to get some water. Bandam? Cheers, love. Give me a beer. Beer? Coming right up. What's up? The grub don't suit you? So, do you fight in wars too, Van Damme? You got a problem with mercenaries? Are you trying to get us to join up? Ha! Shrimps like you, we're not that desperate. Relax. Okay. Good to know. Hmm. Rex. You're a salvager, ain't you? Yeah. You must have fished out your share of military supplies, right? You're fine with that? Nah, I don't want to get involved with it. It's all the same. Compasses, valves for ether stoves. Armies need all these things. That bread you're eating, it's made from Ruska flour, supplied by the Ardanian government. This world's full of war. Don't matter if you're a soldier or not. As long as you're alive, you're in the war, some way or another. Don't you think? Life can be cruel. Crueler than you know. That's why I set up this little band, so I could protect the people I care about. Rex, you're the driver of the Aegis. The whole world's gonna try and scalp you. You realize that? How are you gonna live when you've got everyone gunning for you? It'd be easy to run. All you need to do is ditch that girl. Hmm. Come on! Gotta get ready. What? Where are we going? Just follow me, kid. Okay, schauen wir mal, wo er hin will.
Ich glaube, er hat schon ein bisschen überlegt, ob er sich nicht trennen soll von dem Blade. Na super, erst ist es mitkommen und dann lässt er uns hier allein stehen. Der macht auch, was er will. Wo könnte Ventham hingegangen sein? Tja, sollen wir einfach erstmal eine Runde drehen? Irgendwann taucht er bestimmt wieder auf. Gute Idee, schauen wir uns ein wenig in der Stadt um. Da fällt mir ein, ließ Ventham nicht verlauten, wir sollten uns für irgendwas bereit machen? Ließ er, natürlich ohne zu erklären, wofür eigentlich. Wie wäre es, wenn wir ein paar Sachen einkaufen, wo wir schon hier sind? Läden gibt es ja hier genug. Ich weiß nicht, was ich kaufen soll. Lebensmittel, was gibt's hier? Ah, die Musikdinger da, das hat doch... Hey, kommt ruhig näher, wie viel Musik? Brechen wir mal ab. Ich wollte mal schauen. Und zwar... War das nicht Ursula mit der Musik? Sprich im Gasthaus in Garfund in Uriah mit Ursula und führe das Harmoniegespräch. Noch immer etwas nervös. Okay, das können wir mal probieren. Wo ist das Harmoniegespräch? Wir wechseln mal. Und dort hinten ist auch das Harmoniegespräch, glaube ich. Wird ihm eben nur angezeigt, wenn man die Klinge auch ausgerüstet hat. Was hat denn der hier? Eigentlich keiner, der sich schnell Sorgen macht, aber man hört so einige Geschichten. Wenn ich nicht gerade Wache schieben müsste, würde ich selbst losziehen und nach ihnen sehen. Ihr würdet für mich Kinder sehen, ihr seid meine Rettung. Ich glaube, sie wollten zu dem Breitmaul schnellen. Das war ziemlich unten. Vielleicht solltet ihr dort zuerst nachsehen. Ich danke euch. Okay, das sind unten. Da müssten wir wieder zurück. Machen wir das mal. Aber ich wollte jetzt eigentlich das Harmoniegespräch führen im Gasthaus von Garfond. Wo ist hier das Harmoniegespräch? Gasthaus. Hier können wir aber nicht rein. Können wir von hier irgendwie rein? Ne, hier gibt's nichts. Wir reden einfach mal mit denen hier alles. Okay, da kommen wir noch nicht rein. Wo können wir denn das Harmoniegespräch führen? Komm out, komm out. Jetzt zeigt es mir aber auch nichts an. Treasure acquired. Poppy power! Leave Napon to Poppy!
Schauen wir noch mal. Sprich im Gasthaus in Garfond in Uraya mit Ursula und führe das Harmoniegespräch. Noch immer etwas nervös. Okay, das geht aber noch nicht. Was hat sie denn sonst noch? Das haben wir alles schon erledigt. Verwende Geschenke der Kategorie Instrumente. Unsere Fähigkeiten mit Spaß, schöne Musik zu spielen. Ich weiß eben nicht, wir müssen eigentlich erst das Harmoniegespräch führen, bloß ich weiß nicht, wir sind doch in Garfond. Uraya, Garfond. So. Keiner Rastplatz. Aber ich kann eben kein Harmoniegespräch führen. Okay, hier kann ich... Machen wir das doch mal. Vielleicht können wir leveln oder so. Stronger than before. More strong now. I'm stronger than this, you know. Much stronger. Okay. Oder geht es vielleicht erst später, dass ich das Gespräch führen kann? Ich weiß es nicht. Ah, jetzt redet sie mit mir, okay. Was ist denn, Ursula? Möchtest du irgendetwas sagen? Ich möchte, ja. Ich möchte zu den Kobaltklippen gehen, darf ich? Oh, hi. Did you, sleep well? Ugh, I slept like a baby. Kobaltklippen? Haben wir das Gespräch jetzt geführt oder nicht? Na, ist immer noch nicht frei. Ja, was ist jetzt hier? Hier drin ist ja nichts mehr. Wo ist denn hier Waffenhändler? Schauen wir doch mal schnell zu dem hier. Schauen wir noch mal, was er hat hier. So, was hat sie hier? Schuppensplitter. Autoangriff. Okay, das ist auf jeden Fall ein bisschen... besser. Okay, er muss ja eigentlich nicht kritten. Blockrate.
Okay, dann haben wir hier schon mal ein bisschen besser ausgerüstet. So. Weil wir handeln. Ah, da gibt es Empathieverstärker. Dann wollte ich das hier überreichen. Na, das machen wir mal nicht. Lebensmittel. So, sorry, das ist ein bisschen wenig Rede, aber bin hier gerade vollends konzentriert. So, dort lang. Wir machen mal, glaube ich, die Hauptquest weiter, würde ich sagen. Und speichern aber erstmal. Man weiß ja nie. Besser ist das. Gibt es hinten vielleicht noch was? Ah, schau her. Aufwind. Poppy Boosters engaged. Okay. Da können wir noch nicht hoch. Wow, von altes Holztor. Na, ihr habt ja die Ruhe weg. Ich sitze mir hier schon seit einer halben Ewigkeit die Federn platt. Poppy entschuldigt für Verspätung. Tore entschuldigt nicht, Verspätung ist Ventham schuld. Einfach weggerannt. Hahaha, tut mir leid, Bratkartoffel. Ich glaube, ihr kennt euch schon aus dem Kampf vorhin, aber stell dich trotzdem nochmal vor, Rock. Ich bin Rock, Venthams Klinge. Freut mich. Hallo, Rock. Mir ist aufgefallen, dass du eine sehr interessante Waffe im Kampf verwendest. Ja, das waren Zwillingssensen. Die benutzt hier niemand außer Ventham und mir. Sind nichts für Anfänger. Tora beeindruckt. Schrank kann was. Schmeichel ihm bloß nicht zu sehr. Sowas steigt ihm leider sehr schnell zu Kopf. Hat Ventham nur eine Klinge? Ja, nur den schrägen Vogel hier. Ich weiß, viele Meister haben mehrere, um im Kampf flexibel reagieren zu können. Aber ich habe nie wen anders gebraucht als Rock. Staun, staun, Schrank muss unglaublich talentierter Meister sein. Für mich klingt das mehr so, als wäre er einfach zu faul, sich mehr als eine Strategie im Kampf zu überlegen. Gehor.
Gut, jetzt, da wir uns alle kennen, können wir los, was? Er ist der Frage ausgewichen. Er ist meisterhaft ausgewichen. Von dem Mann kann man noch was lernen. We just got a job to go check out some kind of crazy energy effect. Somewhere up around the blowhole. What do you say? Fancy being a mercenary for a day? Okay. But, I mean, we don't work for free. Don't worry, kid. You'll get paid. Oh nee, die Mitglieder der Gruppe haben sich geändert. Okay, jetzt muss ich praktisch mit ihm spielen, wer den Charakter, der die Position ändern soll. Das lasse ich jetzt einfach mal so. Muss ich anscheinend gar nicht mit ihm spielen. Scheiße, das hätte ich eigentlich auswählen sollen. Quelle der Reinigung. Was ist denn das für eine komische Blume? No! We lost the upper hand! Jetzt können wir diese Kette dann gleich beenden. Cosmos, moving on. Give the word, and I will unleash my spell. Sword, rush down. Eagle eye. Toro, do it. Give the word, and I will unleash my fight. Go for it. Copy with the text. I shall defend you to the last, my lady. Great change. Let us get loose now. Mein Gott, der hält ja ganz schön was aus, ey. Easy peasy. I could have taken them all on. So, nehmen wir das hier mit. Come out, come out. I adore fishies. So shiny and cute. So, gehen wir mal hier hoch. Wollen wir das Jungs jetzt hier ruhen lassen? Come out, come out! Gibt's einen Haufen Ausgrabungsstellen? Oh, was ist das? Wir müssen auf jeden Fall hier rüber irgendwie. Ach, da kommen wir bestimmt nicht durch.
An ether miasma. Take it this is your first one. Ether miasma? It's a load of poisonous waste products spewed from the Titan's guts. You know, when you get gassy, kind of like that. Is there a way through this thing? Nicht so prickelnd. I can't see any way around it. Hey, no fear. Rock, mate, you're up. Okay, kann es anscheinend neutralisieren. My asthma's died down. Yeah, nothing to it. Let's roll. Okay. Läuft, würde ich sagen. Jebbers Ausblick. Ah, und da unten sind wir vorher gekommen. Da geht es praktisch in die Stadt rein. Oder in das Dorf sozusagen. Okay. Hier ist noch ein Sammelpunkt. What have we here? Hey, look what I found. Brustbeinbogen. Congratulations. What have we here? Flora heals an aching soul. Stufe 20. Okay, ich würde sagen, wir machen jetzt an der Stelle aber einen Cut und schauen in der nächsten Folge, wenn es weitergeht. Wenn es euch ein bisschen gefallen hat, okay, wir sind jetzt eigentlich viel im Dorf rumgerannt und so weiter, ein bisschen erkundet. Würde mich aber trotzdem freuen, wenn ihr mir ein Like, Kommentar oder auch Abo da lasst. Alles gern gesehen. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Schaltet auf jeden Fall ein, ist sehr, sehr spannend. Und in der nächsten Folge würde ich sagen, gehen wir dann dort oben hoch. Würde mich auf jeden Fall freuen, wenn ihr, wie gesagt, wieder einschaltet. Gut, dann bis zur nächsten Folge. Ciao, ciao. Euer Andi.